Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 Neue Minibron auf der neuen Minibron-Karte, wer hätte mir gedacht. Ja, wir sind hier noch mitten im April. Ansäen, Aggergras dreschen und Heu sammeln vom Aggergras. Und ja, ballern da auf jeden Fall mal los. Genau, bevor der 400er gleich losmeckert, weil er Saatgut braucht. Dass wir vielleicht schon mal oben sind, dann wenigstens. Genau. Ansonsten, Drescher haben wir noch letzte Folge abgetankt. Und jetzt werden wir schauen, dass wir ein bisschen Heu sammeln. Mit dem hier. Mit dem großen. Ich meine, so viel sitzt man ja gar nicht auf dem großen selber, ne? Da ist er dann doch eher mit dem Helfer unterwegs. Am Mulcher. Weil das macht er eigentlich bei uns hauptsächlich, ne? Mulcher. Mulcher. Striegel ab und zu, aber auch nicht immer. Und halt hauptsächlich der Ladewagen fährt er. Mischsteuer, auch nicht immer. Der fährt ja auch viel, oder was ist viel, das letztes Jahr auch am 400er gelaufen. Ist aber halt eine schöne Maschine. Aber trotzdem am Überlegen, ob wir den tauschen, beziehungsweise ob wir uns noch einen dritten herholen, damit der 400er mehr am Hof stehen bleibt. Mit, als Hof-Bulldog mit dem Frontlader, wisst ihr? Was ich meine? Dass der nicht ständig unterwegs ist. Falls wir jetzt doch for real auf Kühe wollen. Nur mal schauen, Freunde, wie es. Kühe sehe ich eigentlich schon, ich mag das. Ich mag eigentlich Kühe. Also, ich mag gern Kühe im LS. Weil die Milch ist schon viel wert und es sind jetzt auch keine so komplizierten Viecher. Die brauchen ja, theoretisch würden die ja komplett nur mit Heu laufen. Aber, also auf 80%. So, der ist natürlich fertig, der. Drescher, den setzen wir mal schnell um. 22 war das. Dann geht es jetzt auf die 21. Genau. Achso, hier ist er. Der schöne Ducano. Hä, wieso fährt denn der jetzt da hoch? So. Fahrt, nimm doch einfach den vor dir, du Trottel. Penner, Alter. Ja, jetzt hat. So, der. Da können wir auch gleich dort bleiben. Achso, nee, der hat noch 15 Liter, gut. Ich hab gerade auf den Dünger geguckt, deswegen. Gut, der braucht eigentlich muss der mal in die Werkstatt, Alter. Dem fehlt so viel Leistung. Den müssten wir mal reparieren. Ich denke, das werden wir auch zeitnah machen. Bergab, baller damit 20. Der Heuertrag scheint auch ein bisschen dicker zu sein, ne? Jetzt wo wir hier gekalkt und gedüngt haben. Also wir können ja da oben drauf fahren. Ist vielleicht sinniger.
So, jetzt muss der 400er ran. So. Hälfte, oder? Roundabout. Ja, das meine ich. Jetzt müssen wir wieder runterfahren, abhängen, dann umhängen, auffüllen, wieder anhängen, wieder zurückfahren. So könnte man vor allem jetzt bei dem Feld, was halt direkt am Hof ist, einfach zack die Palette aufspießen und das Saatgut zur Sämaschine bringen, ne? Wenn wir halt jetzt noch einen dritten Bulldog hätten. Das Ding ist aber, wenn man einen dritten uns holen, dann möchte ich eher was in Richtung 200 PS anstatt unter 200 PS. Damit wir den halt auch dann für einen Ladewagen, für einen Mulcher, für alles halt nehmen können, so ein Allrounder. Einfach nochmal, vielleicht so, mal gucken, was wir da so hätten im Angebot. Ich hätte da nämlich was im Auge, aber das weiß ich nicht, ob ich das nehmen will. Hier. Und zwar wäre das der Xylon. Ich habe nämlich einen Fan-Xylon-Mod entdeckt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das nicht ein Mod-Klau, also ein geklauter Mod ist. Da hätte ich ein bisschen Schiss. Sage ich ganz ehrlich. Weil ich habe den auf drei Seiten gefunden, in drei verschiedenen Versionen. Ich habe aber, bin ich ganz ehrlich, bei der dritten Seite, wo ich den dann als Quatsch, bei der ersten Seite, wo ich den gefunden habe, das ist halt nicht gerade die, ja, seriöseste Seite. Also jeder kennt sie, welche ich meine. Ich sag's, ich nenne das Kind beim Namen, Mod-Hoster. Und das ist ja eben eine Mod-Klaus-Seite. Und ich weiß, dass der Xylon von, dass der eigentlich privat beziehungsweise nicht kostenlos ist. Deswegen bin ich mir da unsicher und ich weiß nicht, ob ich den jetzt da hier nutzen will, wenn ich nicht weiß, dass ich den von offiziell hab. Wisst ihr? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe euch den auch schon mal gezeigt auf der Ellerbach, also im Shop. Weil wir da überlegt haben, da habe ich dasselbe Spiel. Ich weiß es nicht, ob ich den zeigen will. Weil ich halt echt nicht weiß, ob der geklaut ist oder ob der offiziell ist. Das müsste ich halt nochmal nachschauen. Aber ich bin mir fast sicher, dass er geklaut ist und auf Mod-Hoster hochgeladen worden ist. Ich finde ihn schade dann. Aber dann schaue ich, dass ich den noch irgendwie offiziell herbekomme. Ich weiß, dass es den zum Download gibt, aber ich bin mir nicht sicher, wo und ich bin mir auch nicht sicher, ob der kostenlos ist. Dann muss ich mal schauen nochmal. Ja, wenn ich den wirklich offiziell finde, dann wäre der als 200 oder 250 PS Version auf jeden Fall was für uns. Ansonsten hätten wir noch einen 800er Vario S4, den ich ganz cool finde. Den 8310er Fast Track hätte ich, finde ich ganz geil, wobei der schon wieder preislich über der Grenze ist. Oder wir warten einfach mal ab, was der Gebrauchtwarenhändler zu bieten hat. Und wenn der irgendwas Cooles anzubieten hat, dann können wir es ja auch nehmen. Eigentlich bin ich markentechnisch. Ist es mir relativ wurscht. Also wenn ich mir jetzt einen raussuchen müsste, dann wird es wahrscheinlich auf Fendt oder JCB hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass es ein Klaas wird. Ich glaube auch nicht, dass es ein John Deere wird, weil die John Deere, die ich habe, die sind alles sauteuer. Klaas habe ich nicht so viele. Wobei ich auf ein Glas generell auch Bock hätte. Müssen wir schauen. Also es ist eigentlich relativ wurscht. Aber Fakt ist, um die 200 PS braucht er schon. Der muss vom Ladewagen gehen. Der muss Allrounder, wie gesagt. Der muss alles machen.
Ich meine, der läuft natürlich nicht am Limit an dem Ladewagen, aber geht natürlich immer ein bisschen besser. Wobei der eigentlich relativ echt gut läuft davor. Schau, wenn wir jetzt einen dritten hätten, könnten wir gleich noch eine hinterher blind striegeln, dann wäre das erledigt. Ja. Gut, na, der würde jetzt dem wahrscheinlich am Arsch kleben, der Sämaschine. Aber, ne? Beziehungsweise könnte Servicefahrzeug für die Sämaschine machen. Plattform, Anhänger, drei Big Bags hinten drauf, yalla. Ja. Und das ist natürlich kein Problem. So, der wird jetzt wahrscheinlich auch demnächst voll sein. Und wir fahren jetzt erstmal ausleeren. Jetzt ist er voll. Gut, komm, laden wir den schnell ab. Komm, fahren wir mit dem LKW hin. Hängen es da schnell ab. Mist, könnte man dann auch gleich hier wieder drauf fahren, ne? Eine Tour. Hätte ich gesagt. Oder? Ja, schon, ne? Eigentlich schon. So, da sind wir daheim. Gut, die Folge ist auch fast schon wieder am Ende. Nichts gemacht heute. Das heißt, nächste Woche fertig dreschen. Mist fahren. Wobei, bevor wir Mist fahren können, muss die Sämaschine weg. Beziehungsweise der 400er muss von der Sämaschine weg. Das heißt, wir tauschen. Der 900er geht an die Sämaschine. Der 400er geht an Miststreuer. Und dann müssen wir schauen, dass wir immer am Hof sind, wenn die Sämaschine leer ist, weil die Sämaschine hat Vorrang. Weil die ja nur gemietet ist, dass wir die möglichst schnell wieder wegkriegen. Die muss durchballern. Ja, so ist es nämlich. So ein kleiner Kuhstall wäre halt auch was für uns, ne? Gar kein großer. Vielleicht müssen wir mal schauen, was da so was Kleineres für uns wäre. Einfach so, keine Ahnung, 40 Stück, 50 Stück, mehr brauchen wir gar nicht. Oder mehr bräuchte ich gar nicht unbedingt. Können wir mal schnell schauen, hopp, scheiß drauf. Tiere, Kühe, wir hätten eine Weide. Weil die ist auch echt groß. Die waren ja auch alle. Ah, der ist gar nicht so groß, ne? Der wäre auch für 40 Stück, kostet aber auch gleich mal 200k. Hier hätten wir einen für 70, für 35 Kühe. Der geht eigentlich auch voll fit. Und auch nochmal einen für 100, für 70 Kühe. 400, Alter. Das ist nicht viel. Was haben wir hier? 45 Kühe, das ist auch nochmal ein großer. Aber der hier, na, für 35 Stück, der ist wirklich angenehm. Wobei mit reinfahren, wobei hier, ich weiß nicht,
Wobei man, ich glaube, man füllt hier einfach außen auf. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt reinfahren kann. Das ist ein Neu-Mini-Brunnenstall tatsächlich. Der ist extra für hier. Oder die Weide, wie gesagt. Aber gut, das sind nur 15. Und ich weiß nicht, kriegt man da Milch her? Von der Weide? Das weiß ich gar nicht. Schweine ist eher nicht so. Schafe sind eigentlich auch eher nicht so. Hühner würden wir uns eh anschaffen, jetzt dann demnächst. Ja, also wie gesagt, wenn dann Kühe erstmal. Gut, Freunde, wir sind aber auch wieder am Ende. Das heißt, wir haben ganze einen Anhänger geschafft. Das ist echt wenig. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.